Moin, moin, ihr Halunken. Ja, wie im Titel schon zu sehen, geht es heute um dieses kleine Stück. Ich habe es letztens in einem Video ganz kurz schon gezeigt gehabt. Aber um es euch richtig präsentieren zu können und ein bisschen was zu erzählen, wollte ich das Ding noch ein bisschen testen. Da war es noch sehr neu. Habe ich getan und jetzt ist es an der Zeit, euch ein bisschen was darüber zu erzählen. Das Ding gibt es schon länger auf dem Markt. Das ist das Condor Moonshiner. Gibt es auch schon zig Videos. Dennoch möchte ich meinen Senf dazu noch abgeben. Ja, das Condor Moonshiner. Ganz kurz zur Geschichte, wer es noch nicht weiß. Grundsätzlich erstmal die Firma Condor. Kommt aus Südamerika und baut in erster Linie, was fliegen noch Mücken durch die Gegend? Was soll das? Baut in erster Linie Werkzeuge. Werkzeuge in Form von Schneidwerkzeugen. Und das sieht man auch. Die Dinger sind komplett durchdacht. Es sind keine Designkunstwerke. Sind wirklich rein auf den Gebrauch ausgelegt. Und dennoch schafft es Condor immer wieder, einige Modelle rauszubringen, die an irgendwas angelehnt sind, so dass sie das Interesse des einen oder anderen Messerverrückten noch wecken. Auch wenn man nicht unbedingt auf so brachiale Teile wie das Ding hier angewiesen ist. Das Condor Moonshiner, das hat den Namen Moonshiner nicht umsonst. Das kommt aus der Zeit der Prohibition in den USA, als da das Brennen von Alkohol und der Konsum und Verkauf und was weiß ich nicht alles verboten gewesen ist. Da sind die ja schön in die Wälder rein. Da gibt es jetzt auch schon mittlerweile Serien drüber auf bekannten Sendern. Haben da wie wild illegal den tollen Moonshine gebrannt. Und ja, dann sollen die wohl solche Messerchen dabei benutzt haben. Aus mehreren Gründen. A, natürlich kann man mit diesen Messern auch sich wunderbar durchs Unterholz schlagen, so ein bisschen als Machete. Und natürlich auch Leute, die nicht so ganz wohlgesonnen waren, sich auch damit so ein bisschen abwehren. Selbst in den wilden USA hat wohl nicht jeder immer eine Schusswaffe gehabt. Und man sieht auch von der Form her, lehnt so ein bisschen an so ein großes Schlachtermesser an. Und die Dinger waren wohl überall verfügbar. Und so soll die Geschichte davon sein. Ob es wirklich so ist, ich weiß es nicht. Ich habe es auch nur aus dem Netz so. Aber vorstellbar ist es wirklich. Ja, das war es ganz kurz zur Einführung. Fangen wir mal mit dem an, was man zuerst sieht, die Lederscheide. Die Lederscheide ist aus einem wirklich sehr robusten Material gefertigt, ist zweckmäßig gebaut, ist 1A verarbeitet. Gut, die Nähte sind jetzt nicht versenkt, aber es passt zum kompletten rustikalen Bild des Messers. Die Gürtelschlaufe ist groß genug, sodass auch ein sehr breiter Gürtel durch kann. Und ist durch so einen Druckknopf so angebracht, dass sie sich auch frei bewegt. Denn gerade so ein großes Messer, wenn man es dann wirklich mal am Gürtel hat, ich trage es nicht am Gürtel, finde ich einfach zu unbequem bei mir, fliegt es immer in den Rucksack. Und man sich dann irgendwie hinsetzt, dann ist ein bisschen Bewegungsspielraum. Wenn das Messer starr dran wäre, dann wird es mit Hinsetzen und so weiter ein bisschen schwierig. Ja, wie gesagt, Verarbeitungsqualität, da gibt es nichts zu meckern. Nieten an den wichtigen Stellen und die Scheide macht das, was sie machen soll. Sie schützt das Messer, ist eine Aufbewahrung fürs Messer. Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Darauf schön das Logo von Condor. Hinten nochmal El Salvador, da kommt das ganze Zeug her. Ist einfach klasse gemacht. Einfach schön, auch in meinen Augen. Dann kommen wir mal zum Messerchen als solches. Ja, ein ganz schöner Prügel, nicht wahr? Klingenlänge liegen irgendwas, glaube ich, bei 22 cm. Genaue Maße entnehmt ihr bitte dem Netz, falls ihr das wissen möchtet. Ja, und für die Leute, die jetzt wieder schreien, oh, 42A kann ich gar nicht mitnehmen, ich mache es trotzdem. Ja, ich sag mal, ich laufe damit ja nicht durch den Supermarkt, ne? Höchstens, wenn ich in der Fleischtheke arbeiten würde. Ja, man sieht sehr brachial das Ganze. Wir haben hier einen Kohlenstoffstahl verbaut. Der Griff ist aus Walnussholz, wie ich meine. So sieht es auf jeden Fall aus. Ist auch leicht ergonomisch geformt. Hinten richtig schön ausladen, so dass, wenn man das Ding als Machete benutzt oder irgendwie da am Rumhacken ist, dass das Messer auch nicht aus der Hand rausfliegt so schnell.
Wir haben zwar noch so eine kleine Fangriemöse dran, aber mag ich diese Fangriemen nicht mehr, die bommeln immer rum und stören mich. Und bei diesem Penupsel hier braucht man den auch nicht wirklich. Ja, so viel Wucht vorne am Messer, da muss es nicht anfangen, will ich hinten anzugreifen. Das kann man sich hierbei wirklich ersparen. Zur Klinge als solches. Wenn man, weiß nicht, ob man das so genau auf der Kamera dann erkennen kann, da sieht man schon, da ist nichts spiegelpoliert oder sonst was. Da sind ja so leichte Schatten drauf, weil ich schmier das Ding immer so leicht mit Öl ein. Dann ist ja doch rostanfällig, dieser Kohlenstoffstahl. Und dem vorzubeugen, packe ich jedes Mal, wenn ich das Ding benutzt habe und draußen hatte, packe ein bisschen Öl drauf, dann ist es gut. Gut, dann stimmt das halt ein bisschen. Tut der ganzen Sache, der Funktionalität aber natürlich keinen Abbruch. Ja, da sind vom letzten Schärfen noch ein paar Haare drin vom Rasurtest. Für die Freunde des Betonings ist es, die sollten eine kleine Änderung vornehmen. Bis hierhin circa ist eine Fehlschärfe angebracht. Und wenn man da jetzt mit den Batonen draufkloppt, dann hat man den Baton auch ziemlich schnell kaputt. Ist zwar nicht wirklich scharf, aber ist doch ein gewisser Keil drin. Der wird den Baton auch dann zerspalten. Ich glaube, ein, zwei Hölzer kriegt man wohl durch mit der Klinge und dann ist der Baton hinüber. Ja, sonst auf der Klinge ziemlich unspektakulär. Hier steht nochmal Condor drauf, hier nochmal El Salvador. Da sind die schön sparsam. Gut, ist immer Fläche wäre genug für ihre ganze Werbung. Aber das machen andere Hersteller, die sparen sich das ganz einfach. Denn es sind ja Werkzeuge, richtige Werkzeuge. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Ja, ich habe hier doch so viel Totholz sicher nicht mehr rum. So einen ollen, morschen Stock gefunden. Das Ding ist zwar groß und wuchtig, aber man glaubt es kaum. Es geht, man kann damit auch vorsichtig rumschnitzen. Das ist gar kein Problem. Das macht auch irgendwie Spaß. Was anderes, als wenn man jetzt mit so einem Lüttenmesser rumdüst. Das geht dann, wenn man da hier rumhackt. Ach, weiß nicht, ob ihr sehen könnt, das ist alles ein bisschen doof. Fassenunterlage habe ich jetzt nicht gefunden. Das geht rein, auch obwohl mein Arm es ordentlich abgefedert hat. Das macht Spaß, das rockt, das ist, ein Werkzeug, was auch ein schönes Spielzeug ist. Ja, ganz kurz zum Vergleich. Das Messer, was ich fast immer am Mann habe, zumindest im privaten Rahmen, das Isula, welches mega tauglich ist. Als kleiner Größenvergleich, gut. Der Griff ist fast so lang wie das ganze Isula, damit ihr mal einen direkten Vergleich habt. Ja, das soll es dann auch eigentlich schon zu dem Messer gewesen sein. Ich mag es, die Dinger, die kosten nicht die Welt, liegen irgendwas um die 70 Euro, zwischen 70 und 80 Euro meist. Teilweise findet man die auch ein bisschen günstiger im Netz, wenn man ein bisschen rumguckt. Aber dann kommen immense Versandkosten und so weiter darauf. Also um die 70 Euro, dafür kriegt man ein richtig schönes Waldspielzeug, wenn man irgendwie im Wald am Campen ist oder sonst wie so ein bisschen Show and Shine vielleicht auch machen möchte. Dafür ist das Ding genau richtig. Das Ding holzt was weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mag es, ich mag die Robustheit, die das Messer ausstrahlt, dieses Einfache. Da ist nichts hochglanzpoliert. Man sieht hier bei den Messingpins, da ist so ein bisschen Klebereste rüber. Vom Einkleben der Pins wohl, aber weiß ich, das passt zum Gesamtbild des Messers irgendwie. Macht mir eine große Freude, so wie andere Condor-Messer, die ich schon mal hatte, auch. Das wird aber jetzt auf jeden Fall noch länger bleiben, denn es macht einfach Spaß. So, das soll es zum Condor Moonshiner gewesen sein. Ich wünsche euch was, bis dann, munter bleiben.